Hallo, ich bin Aesop und schreibe diese Fabel, um solches zu vermeiden. Verschwendet niemals eure Zeit mit eurem Aussehen. Hier noch ein weiteres Beispiel. Eine unzufriedene Krähe schmückte sich mit der schönen heruntergefallenen Feder des Vs. Glücklich durch sein neues Aussehen lief er zu der Herde der Vauen, doch diese entrissen ihn nur eine Vielfalt von Federn und auch die bunte. Enttäuscht kehrte er zu Arteigentum zurück, doch die sagten nur: Wenn du zufrieden gewesen wärst, hättest du keine Schande erfahren und keine Zurückweisung zu spüren bekommen.